sondern dass es dann auch bearbeitet wird. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Da geht es um ein Organstreitverfahren, in dem wir in Prozessstandschaft für den Deutschen Bundestag beklagen, dass die Rechte des Deutschen Bundestags tangiert sind im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Das insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und in den letzten Jahren sich herausgearbeitet hat, ich nehme dir nicht alles weg, also keine Angst, in den letzten Jahren sich die gefestigte Rechtsprechung entwickelt hat, dass jeder Bundeswehreinsatz letztendlich vom Bundestag zu bestätigen, zumindest zu bestätigen oder zu beschließen ist. Es bedarf also eines konstitutiven Bundestagsbeschlusses, ohne den alles nichts ist. Und das gilt für völkerrechtlich völlig unproblematische Dinge, wenn ein UN-Mandat beispielsweise da ist, da wird trotzdem der Deutsche Bundestag daran beteiligt. Komischerweise wurde das Ganze überhaupt nicht beachtet, als es darum ging, Waffen im Wert von vielen, vielen Milliarden Euro, dazu kommen wir dann gleich zu den Details, an die Ukraine zu liefern und auch in einem rechtlichen Zusammenhang, der alles andere als völkerrechtlich unproblematisch ist. Wir kennen die Äußerungen von dem einen oder anderen, der sogar sagt, Deutschland könnte durch die Art und Weise der Waffenlieferung, durch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland so eine Art Kriegspartei schon geworden sein. Also hochproblematisch, das müsste debattiert werden, wurde es aber im Deutschen Bundestag, es wurde debattiert, aber letztendlich durfte der Deutsche Bundestag dazu bisher eigentlich gar nichts sagen. Es galt bisher keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Das war, glaube ich, noch ein Slogan, mit dem die Grünen bei der letzten Bundestagswahl angetreten sind. Keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Und daraus wurde jetzt schwere Waffen in Kriegsgebiete und Ausbildung von Soldaten aus Kriegsgebieten. Wir meinen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes es eigentlich zwingend macht, dass der Deutsche Bundestag daran beteiligt wird, wenn es um die Frage geht, liefern wir Waffen mit der Problematik, werden wir Kriegspartei oder nicht. Im Detail jetzt das Juristische und Verfassungsrechtliche von Dr. Vosgerau. Vielen Dank soweit für die Aufmerksamkeit. Ja, danke. Also, es geht hier um Verfassungsrecht und es ist auch eine wirklich ganz spannende Frage und spannend ist daran vor allem, dass es sich um eine Frage handelt, die eigentlich jeden Fachmann seit Monaten umtreibt und von der Sie dennoch in der Öffentlichkeit nichts hören. Also die AfD-Fraktion agiert, wie schon erläutert wurde, in Prozessstandschaft für den gesamten Bundestag, macht also Rechte des gesamten Bundestages geltend. Man könnte ein Stück weit sagen, dass ich hier agiere in Prozessstandschaft für die deutsche Staatsrechtslehre, denn diese treibt die Frage um. Schon vor einigen Monaten, sind schon mehrere Monate, rief mich am späten Abend ein außerordentlich bekannter deutscher Staatsrechtslehrer, den Sie alle kennen würden, an. Überhaupt kommt es in jüngerer Zeit häufiger vor, dass mich sehr etablierte Leute anrufen und einfach das Gespräch über politische Fragen mit mir suchen, weil sie meinen, ich kenne den einen oder anderen angeblich, ja, ich weiß gar nicht, wie so Gerüchte entstehen, und machte mich zum ersten Mal aufmerksam auf das Problem, das Stefan Brandner ja eben schon kurz skizziert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat in 8 grundlegenden Entscheidungen seit 1994 zwischen dem 90. und dem 152. Band der amtlichen Sammlung eben seine Rechtsprechung zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr entwickelt, die eben darauf hinausläuft, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und dass jeglicher Auslandseinsatz, auch wenn er völkerrechtlich völlig unproblematisch ist, auch wenn er klein und unbedeutend ist, auch wenn 20 Mann nach Afrika fahren, um ein Lazarett aufzubauen, ja, sofern die Waffen mitnehmen, es muss überhaupt nichts mit Krieg zu tun haben, und sofern die Möglichkeit besteht, dass von diesen Waffen eventuell Gebrauch gemacht wird, sei es auch nur, dass man in die Luft schießt, um Banditen zu vertreiben, dann ist ein vorheriger Beschluss des Deutschen Bundestages konstitutiv. Ja, ohne den geht es nicht. Und vor diesem Hintergrund ist es in der Tat sehr merkwürdig, dass bei viel gravierenderen Entscheidungen auf dem Gebiet der Außenpolitik, der Verteidigungspolitik, der Friedenspolitik, nämlich der massiven Waffenlieferung an einen akut kriegführenden Staat und, was völkerrechtlich noch problematischer ist, sogar die Ausbildung von Soldaten eines akut kriegführenden Staates, dass diese Entscheidungen völlig freihändig von der Bundesregierung getroffen werden und dass der Bundestag daran überhaupt nicht beteiligt ist. Wir haben hier einfach einen solch starken Gegensatz zur Rechtsprechung, zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dass dies eigentlich nicht sein kann und nicht Bestand haben kann. Dazu muss man vielleicht noch weiter sagen, in verfassungsrechtlicher Hinsicht, dass die Rechtsprechung des Bundestages
Bundesverfassungsgerichts eben zum Recht des Deutschen Bundestages auf Teilhabe an der auswärtigen Gewalt sich in den letzten knapp 30 Jahren stürmisch und in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. 1994, als dann das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr kam, da hat man noch gesagt, oder viele haben das noch so wahrgenommen, als sei das hier eine besondere Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, gerade auf dem Gebiet der militärischen Außenpolitik. Das sieht heute eigentlich niemand mehr so, denn auch andere Gebiete, die Finanzpolitik, die Europapolitik, sind ja tiefgreifend parlamentarisiert worden, eben auch die Außenpolitik. Deswegen sind wir uns heute ganz sicher, der konstitutive Zustimmungsvorbehalt bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist keineswegs eine Durchbrechung der Gewaltenteilung, sondern es ist eine Bestätigung der Gewaltenteilung, die bei uns nämlich so funktioniert, dass Bundestag und Bundesregierung als verbundene Gewalten, als gemeinsame Entscheidungsträger auftreten. Und das müsste bei einer, ja, bei einem so gravierenden Beschluss, bei so gravierenden, bei so einschneidenden und auch völkerrechtlich schwer abschätzbaren Vorgängen, wie eben diesen Waffenlieferungen und vor allen Dingen eben auch der Ausbildung von Soldaten eines kriegführenden Staates, da es grundsätzlich im Völkerrecht herkömmlicherweise schon eine Neutralitätspflicht gibt für alle nicht unmittelbar am Konflikt beteiligten Staaten, das müsste meines Erachtens dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden. Es müsste im Deutschen Bundestag kontrovers diskutiert werden. Es gibt ja das weitere Problem, dazu wird Herr Lukassen vielleicht gleich noch was sagen, dass die Probleme nicht nur völkerrechtlicher Natur sind, sondern dass sich außerdem das Problem stellt, Artikel 87a des Grundgesetzes sagt ganz klar, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das ist also nicht ins Belieben der Bundesregierung gestellt, ob sie das machen will, das muss sie machen. Und wir sehen eben, dass aus der Situation heraus, dass die Bundeswehr von Hause aus sehr, sehr schlecht aufgestellt war, schon bevor der Ukraine-Krieg dort losging und eigentlich kaum noch einsatzfähige Systeme hatte und ihre Systeme dann kannibalisierte, um ein paar noch am Laufen zu halten, also in dieser Situation die letzten quasi noch bestehenden funktionsfähigen Waffensysteme eben woanders hingeliefert werden. Auch das ist ein verfassungsrechtliches Problem, mit dem sich jedenfalls meines Erachtens der Bundestag befassen sollte und zu dem der Bundestag sich konstitutiv äußern sollte. Nicht anders als bei der Staatsverschuldung. Also gravierende Dinge, die nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können, gehören auf jeden Fall schon nach der berühmten Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts in die Zuständigkeit des Bundestages. Und das Interessante, das war mein Intro, glauben Sie mir, dass diese Vorstellung, also dieses Problem, dass einerseits der Bundestag der Entsendung von 20 Soldaten nach Afrika unbedingt zustimmen muss, aber andererseits mit viel, viel gravierenden, viel tiefgreifenderen Entscheidungen, eben der letztlich der Teilnahme am Ukraine-Krieg, nichts zu tun bekommt, dieses Problem treibt die deutsche Staatsrechtslehre wirklich um. Und sie bekommen in der Öffentlichkeit nichts davon mit. Das ist so ein typisch eigenartiger Vorgang. Alle sprechen davon, aber eben, indem sie zur Nachtzeit telefonieren. Und zum Beispiel in der berühmten Seite Staat und Recht, die alle 14 Tage in FAZ erscheint und wo alle möglichen Rechtsfragen dann von Professoren erläutert werden, finden sie dazu kein Wort. Jeder hat das Gefühl, was Falsches zu sagen oder in eine falsche Ecke dann gedrängt zu werden. Es geht um eine verfassungsrechtliche Frage. Es geht also gar nicht darum, ob wir der Ukraine helfen sollten oder müssten oder wollten, das ist gar nicht das Problem. Es geht darum, eine verfassungsrechtliche Frage zu klären, die sich wirklich aufdrängt, nämlich die ja nach der Beteiligung des Bundestages. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bundesverfassungsgericht uns Recht geben muss. Zu den prozessualen Fragen kann ich eventuell noch etwas sagen. Dankeschön, Ulrich Vosgerau. Zur Information vielleicht, wir haben die Klageschrift da, die würden wir im Anschluss an die Pressekonferenz Ihnen gerne mitgeben, wer die lesen möchte. Ich habe auch die Übersicht über das Dutzend Verfahren hier neben mir liegen, die ich vorhin erwähnt habe. Rüdiger, aus militärischer Sicht, das Ganze abrunden, bitteschön. Ja, danke schön. Eine juristische Bewertung, vor allen Dingen eine verfassungsrechtliche Bewertung der Waffenlieferungen an die Ukraine oder der Ausbildung von Soldaten einer kriegsführenden Partei, haben Sie ja von den Herren zu meiner Rechten, nee, neben mir, rechts geht nichts mehr bei mir, neben mir gehört. Und Dr. Vosgerau hat auch schon ausgeführt, inwieweit auch eben, ja, ich würde mal fast sagen, Sekundärwirkung auf die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands damit einhergehen mit diesen Entscheidungen der Bundesregierung und eben halt, wenn es um die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland geht, dann natürlich vor allen Dingen um den militärischen
Teil der Verteidigungsfähigkeit dient. Sie wissen alle, im Februar letzten Jahres hat Bundeskanzler Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Sie sollte dienen dem Wiederaufbau der Streitkräfte mit der Unterstützung der Ukraine, wie angesprochen, ist aber das Gegenteil eingetreten. Die Verteidigungsfähigkeit im militärischen Teil und damit der Bundeswehr ist noch weiter und zwar signifikant reduziert. Und damit ist auch der, wie Herr Dr. Vosgerau ausgeführt hat, der Artikel 87a, nämlich die Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung, nicht erfüllt. Ja, und was, wie man das bewertet, wenn ein Artikel unseres Grundgesetzes nicht erfüllt wird, das wissen Sie ja noch viel, viel besser. Also die Lieferung mit über diese Ertüchtigungsfinanzierung, bleiben wir erstmal bei dem Lieferung von Waffen und Kriegsgerät, ist ja auch eine Besonderheit, die wir im Verteidigungsausschuss morgen wieder verzeichnen müssen, dass eben dieser Einzelplan 14, der an für sich Ertüchtigung anderer Staaten heißt, aufgefüllt wird und Scholz und Pistorius haben sich ja geäußert, whatever it takes, und das ist auch bezogen auf die Finanzmittel, die hier in diesen Einzelplan 60 eingespeist werden, zurzeit glaube ich so knapp über 12 Milliarden. Darüber hinaus noch die Nutzung des Sondervermögens, nämlich auch indirekt, indem das Gerät, was von der Bundeswehr abgegeben wird, also das Plakative, was Sie kennen, Panzerhaubitzen, die sich bei der Bundeswehr in Nutzung befinden und aber auch Kampfpanzer, dann eben nachbeschafft werden, also sogenannte Nach- oder Ersatzbeschaffung. Ersatzbeschaffung dann, wenn es kein Gerät 1:1 mehr gibt. Das dauert aber Jahre. Das heißt, die Abgabe, die funktioniert sofort, diese sogenannte Länderabgabe, aber die Ersatz- oder Nachbeschaffung dauert Jahre. Sie dauert nicht nur Jahre, weil das der normale Prozess ist, die Industrie zu beauftragen. Sie dauert deswegen auch so lange, weil es noch eine andere Wirkung gibt. Dass nämlich die Industrien, die diese Geräte liefern können, gleichzeitig diejenigen sind, die aber auch industrieseitig Material an die Ukraine liefern, sei es durch eine Direktfinanzierung der Ukraine, übrigens der seltenere Fall, sondern in der Regel eben halt über die Finanzierung der Bundesrepublik Deutschland aus dem vorgenannten Einzelplan 60. Das heißt also, die industriellen Möglichkeiten, die Fertigungskapazitäten sind gar nicht in dem Maße vorhanden. Sodass das Problem der Nichtverteidigungsfähigkeit im militärischen Teil sich noch auf Jahre verlagern wird. Auf der einen Seite eben, was die Nachbeschaffung anbetrifft, die so wie im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss bedauerlicherweise wir zur Kenntnis nehmen müssen, 25, 26, 27 erst beginnt. Dann aber dieses Sondervermögen ausgelaufen ist, das heißt nur der reguläre Einzelplan 14 zur Verfügung stünde, dann wir aber auch schon eine andere Regierung haben und ganz neue Situationen haben. Also wenn Sie so wollen, ist das im Negativen betrachtet ein Fass ohne Boden. Alles fließt raus, nichts fließt rein und bleibt da drin enthalten. Es wird immer von der Bundesregierung auch darüber gesprochen, dass die Fertigungskapazitäten in der Industrie erhöht werden müssen. Manchmal tauchte auch schon der Begriff der Kriegswirtschaft auf. Ich habe mir sowohl die Fertigung bei Krauss-Maffei-Wegmann vor ein paar Wochen angeguckt, als vor zwei Wochen in Unterlüß bei Rheinmetall, als auch bei der FFG in Flensburg. Das schaffen die auf Jahre nicht. Ich sag mal, die haben die Produktionskapazitäten, die aus der Friedensdividende heraus noch übrig geblieben sind, wenn man mal die beschränkten Exportmöglichkeiten anbetrifft bei kriegswichtigen Gütern. Das aufzubauen dauert Jahre. Also unterm Strich nur das, was hier richtigerweise von unserer Fraktion mit Hilfe von Dr. Vosgerau verfassungsrechtlich bewertet wird und beklagt wird, hat eben diese Sekundärauswirkung auf die Verteidigungsbereitschaft unseres Landes. Die
das ist ja nochmal elementar, also es ist exponentiell ins Negative hinein. Und ich stoppe mal erstmal an diesem Punkt noch mit einem kleinen Ausblick, vielleicht an einen zukünftigen Auftrag der Fraktion an Sie, Herr Vosgerau. Wenn nämlich Pistorius davon spricht, eine Brigade nach Litauen zu verlegen, verstößt er eindeutig gegen die NATO-Russland-Grundakte. Und wenn das auch am Bundestag vorbei, also wenn das rein exekutiv dann umgesetzt wird, dann dürften wir irgendwann nochmal wieder zusammentreten, denke ich mal. Danke, Rüdiger Lukassen. In der Klageschrift, die wir gleich austeilen, ist auch minutiös aufgelistet, um welche Waffen und Ausrüstungsgegenstände es geht. Das sind ja Milliardensummen, 12 Milliarden, ne, waren es, Rüdiger, die du angesprochen hattest, die da inzwischen ja, mehr oder weniger verschenkt worden sind. Die im Pott sind, ja. Die noch ausgegeben werden. Oder so. Aber ein paar Milliarden sind schon weg. Ja, ja. Gut, sind wir uns einig. 4 Milliarden. Gibt es Fragen bis zu der Stelle? Ja, Herr Lukassen. Ist denn im Verteidigungsausschuss von anderen Fraktionen dieses Thema, das ja nun nicht völlig abwegig ist, schon mal thematisiert worden? Es ist, danke Herr Dr. Kirschner, besonders bemerkenswert, dass die größten Treiber, was Waffenlieferungen anbetrifft, die CDU ist. Das sind die größten Treiber, die gerade für die Ausgangslage, die wir jetzt in den Streitkräften haben, wie Sie ja wissen, verantwortlich sind in den letzten 16 Jahren oder jetzt ja mittlerweile schon vor der jetzigen Regierung seit 16 Jahren, die diese Forderung stellen. Also wenn mal ein wenig gebremst wird, tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber dann ist es eher von der SPD. Beschleunigt wird von den Grünen und von der CDU. Nein, ernsthafte Absichten bei den anderen, vor allen Dingen bei den Regierungsparteien, zu sagen, wir können uns ein Flattern der Bundeswehr nicht mehr leisten, höre ich nicht. Ja, vielleicht habe ich mich korrekt ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, dass der Bundestag zuvor konsultiert werden muss. Das ist ja kein völlig abwegiger Gedanke, das meinte ich. Nein, hier wird eben genau aus dieser Motivation heraus, whatever it takes und so viel wie möglich zu liefern, auf die Möglichkeit der Länderabgabe verwiesen. Wobei nach meiner Lesart diese Länderabgabe, die es gegeben hat, war immer, sag ich mal, wenn Gerät, das kurz vor der Aussonderung sich befand, an Staaten zu geben, die vielleicht für Ausbildung es benötigten, Länderabgabe war, soweit ich das beurteilen kann, nie in dem Maße gedacht, eine kriegsführende Partei zu unterstützen. Also Länderabgabe gerät aus dem Bestand, aus der Nutzung der Bundeswehr heraus abzugeben. Nein, ist nicht der Fall. Also diejenigen, die die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung eigentlich verursacht haben, die Grünen beispielsweise waren ja ganz große Antreiber vor 20 Jahren, die das auf den Weg gebracht haben, die wollen heute nichts mehr davon wissen, komischerweise. Ne? Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht. Ulrich, wolltest du noch ein bisschen ausführen? Oder? Ich kann noch ganz kurz was zur Zulässigkeit sagen. Also die Fraktion ist halt organstreitfähig. Die Fraktion kann aber derzeit keine Normenkontrollklage anstrengen. Dazu bräuchte man 25%. Und wohl auch im Zusammenhang damit hat das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren ja ausgehend mit meiner berühmten Grenzöffnungsklage von 2018 seine Rechtsprechung zur Organstreitklage sehr verschärft und sehr eingeengt und will jetzt immer darauf hinaus, die Organstreitklage sei ja zur Klärung abstrakter Rechtsfragen überhaupt nicht geeignet. Es gehe ausschließlich um Rechtsverteidigung und deswegen sind dann immer 90% aller Organstreitklagen angeblich unzulässig, obwohl das früher ganz anders gehandhabt worden ist, etwa noch bei der Pershing-2-Klage. Daher weiß ich schon, also wenn jetzt die Bundesregierung auf meinen Schriftsatz erwidern lässt, ich weiß noch nicht, wer das machen wird, in einem anderen Verfahren, das ich für die AfD-Bundespartei geführt habe und weiterführe, hat also nichts mit der Fraktion zu tun. Das DS-Verfahren, wo wir eigentlich sehr triumphal gewonnen haben am 22. Februar, hat die Bundesregierung nämlich ihren Anwalt gerade rausgeschmissen. Eigentlich schade, ich habe mich schon an den Vogel gewöhnt. Also jetzt kommt irgendein anderer und der wird sicherlich als ersten Satz dann schreiben, ja, das ist ja schon unzulässig, weil die Organstreitklage ist ja zur Klärung abstrakter Rechtsfragen überhaupt nicht geeignet. So liegt es aber hier nicht, denn wie bereits ausgeführt, es geht hier ganz konkret um die Verteidigung von
Beteiligungsrechten des Deutschen Bundestages und außerdem natürlich auch der Fraktion als Teil des Deutschen Bundestages. Denn der Deutsche Bundestag hat ein Recht auf Teilhabe an der auswärtigen Gewalt. Das habe ich mir nicht ausgedacht und schon gar nicht im Hinblick auf diesen spezifischen Rechtsfall, sondern es ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jetzt seit mindestens 20 Jahren verfestigte Rechtsprechung, wird auch in der Literatur so rezipiert. Und wenn Sie die Klageschrift lesen, werden Sie sehen, dass ich also noch penetranter als sonst dem Bundesverfassungsgericht seine eigene Rechtsprechung vorlese. Ja, die können da eigentlich nicht von runter, die könnten höchstens noch sagen, das gilt aber nicht, wenn die AfD-Fraktion die Klage stellt. Ansonsten will ich einfach eine Bestätigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und wenn das Bundesverfassungsgericht bei seiner Rechtsprechung bleibt, dann müssten wir eigentlich damit gewinnen. Die nächste Frage ist nur, wann, vielleicht erst in 3 Jahren, das ist natürlich das Blöde. Werden wir sehen. 3 Jahre ist optimistisch. Ja, gerade vorgelegt, vielleicht ist dann die Klageschrift zugestellt der Gegenseite schon. In 3 Jahren. Und ich bin auch froh, dass das Bundesverfassungsgericht ein bisschen anders drauf ist als der Bundeskanzler. So fährt haben die Rechtsprechung ansonsten vergessen einfach, ja. Die bisherige Rechtsprechung. Rüdiger, schreibe ich hier auf, ja. Ich habe dein Zwinkern jetzt so gedeutet, als wenn du noch was sagen solltest? Ja, oder zwinkerst du öfter mich? Nö, ja. Das ist bei mir noch alles in Ordnung, Frau Zinnerer. Also die Ersteller dieses Antrages auf das Organstreitverfahren, also Herr Dosker, Voskerau und sein Team aus der Fraktion haben dankenswerterweise noch auf einen anderen Aspekt als Lodia die bloße Waffenlieferung hingewiesen, und das ist die Ausbildungsunterstützung. Geht eigentlich immer so allgemein ein bisschen unter. Als verteidigungspolitischer Sprecher kann ich Ihnen nur sagen, das lähmt die Bundeswehr noch viel, viel mehr, als man denkt. Ich habe es mir selbst angeschaut in Idar-Oberstein, in der Artillerieschule. Das lähmt so eine ganze Schule, und so viel davon da hat die Bundeswehr davon nicht, nämlich nur eine. Das lähmt die gesamte Schule, diese Ausbildungsunterstützung für ukrainische Soldaten, also außerhalb der verfassungsrechtlichen Bewertung, nur aus verteidigungspolitischer Sicht, sind fast 1000 Soldaten ständig der Bundeswehr in diese Ausbildung involviert, war unabhängig von dem ganzen logistischen Setting, was danach noch kommt, Sicherheit und alles, was damit dann noch zusammenhängt, und unabhängig von den Kosten. Und das, wenn ich mal ein Gesamtlagebild geben darf, nach den 2,5 Jahren der Pandemie, wo viele Lehrgänge, viele Kurse, Ausbildung der Bundeswehr nicht durchgeführt werden konnte, kommt jetzt das Nächste, dass die Bundeswehr, wie wir immer sagen, im Grundbetrieb auch dadurch, dass sie diese Ausbildungsunterstützung liefert, gelähmt werden muss. Das ist eine Entscheidung der Bundesregierung, und ja, ich kann nur hoffen, dass sie mit ihrem Antrag durchkommen, die auf jeden Fall in den Bundestag und damit auch in die Öffentlichkeit muss. Danke. Dankeschön. Also wenn keine... Da ist noch eine. Herr Lukassen, damit man sich das als Zivilist ein bisschen besser vorstellen kann, ist die Bundeswehr durch diese derzeitige Belastung, wie Sie das gerade schon beschrieben haben, ist die dann überhaupt noch tatsächlich verteidigungsfähig, also einsatzbereit innerhalb in einem Ernstfall? Wir haben ja gerade eher Defender erlebt, was ja die Amerikaner gewuppt haben. Aber wenn ich das so höre, was Sie da so erzählen, das ist ja ein totaler Ausverkauf der Bundeswehr mit Waffenlieferungen, und die Ausbildung findet auch nicht mehr statt für die deutschen Soldaten, weil wir halt andere Soldaten ausbilden. Also ist die noch verteidigungsbereit? Nein, das ist sie eindeutig nicht. Und die Entscheidung, aus Afghanistan herauszugehen, aus Mali herauszugehen, sind auch sicherlich dadurch begünstigt worden, dass das auch sogar in dieser Bundesregierung mal erkannt worden ist, um sich eben halt auch hier zu entlasten. Aber die anderen Verpflichtungen, die NATO-Verpflichtungen, also im gesamten Force-Generation-Prozess für die NATO, damit ist nicht nur diese Brigade, die jetzt im Spiel ist, gemeint, sondern auch die dauerrotierende Verpflichtung, zum Beispiel in Litauen und andere, die existieren. Da wird ja immer alles hineingestopft, auch modular hineingestopft, um diese NATO-Verpflichtung zu erfüllen. Und damit bleibt für Landesverteidigung nichts mehr übrig. Und nach dem Prinzip Single Set of Forces ist das nicht möglich. Also auch im Verbund, also im System einer kollektiven Sicherheit, eine Landesverteidigung heute mit der Bundeswehr durchzuführen, ist nicht möglich. Also war eher Defender eine Schönwetterveranstaltung, kann man das so sagen? Nee, das kann man nicht so sagen. Da muss ich als Soldat antworten und weniger als Politiker. Üben ist immer richtig. Und so etwas zu üben im internationalen Rahmen ist Aufwand genug. Sie wissen, dass ja schon der Gedanke für Air Defender schon 2018 entstanden ist. Nee, üben ist immer richtig. Gut, wir üben ja alle auch jeden Tag so ein bisschen. Noch eine Frage?
Frage. Herr Dr. Voskau, Sie stützen im Grunde die Klage, also Sie haben es ja formuliert, auf die Wesentlichkeitstheorie des Verfassungsgerichts. Okay. Das Nicken war die Antwort? Ja, und es wird auch, wenn Sie es dann schriftlich haben, da wird es dann näher ausgeführt und hergeleitet. Es war so, ich hatte ja erklärt, es gibt diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 1994, die sich dann in 8 Grundsatzentscheidungen entfaltet hat. Und ganz am Anfang, 1994, da hat auch das Bundesverfassungsgericht noch so halbwegs offenbar angenommen, dass es eher eine Ausnahme, eine Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes ist, dass für Auslandseinsätze der Bundeswehr, dass die Regierung nicht allein zuständig sei, also die Regierung hat nach wie vor das Initiativrecht, aber der Bundestag muss eben konstitutiv zustimmen. Und dann hat es ein bisschen zu begründen versucht mit Verfassungstraditionen, die seit 1918 bestehen würden. Nun hat sich diese ursprüngliche Begründung längst aufgelöst und inzwischen, das wird dann hergeleitet, auch mit vielen Fußnoten, dass man es nachlesen kann, inzwischen ist eindeutig die Begründung dafür, jawohl, Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, die grundrechtswesentlichen, staatswesentlichen, zukunftswesentlichen Entscheidungen, insbesondere Entscheidungen, die nicht mehr leicht rückgängig gemacht werden können, fallen in die Zuständigkeit des Parlaments. Und auch wenn natürlich die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik zunächst von der Regierung initiiert und angeleitet wird, so besteht doch eben ein Entscheidungsverbund mit dem Deutschen Bundestag gemeinschaftlich, der insofern ein Teilhaberecht hat, im Zeichen der Wesentlichkeitstheorie, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 20 Jahren. Gut, dann ist auch das geklärt. Korrektur vielleicht noch. 1994 ist schon 30 Jahre her. Ne? Also die Rechtsprechung, wir hatten immer von 20 Jahren gesprochen. Also, wie die Zeit vergeht. Ich erkläre mal die 20 und die 30. Also, die Rechtsprechung zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist jetzt beinahe 30 Jahre her. Aber, dass das Bundesverfassungsgericht sie dogmatisch so weiterentwickelt hat, dass es also nicht mehr gesprochen hat, sozusagen, dass es also nicht mehr gesagt hat, es gibt auf dem Feld der Auslandseinsätze der Bundeswehr einen Sonderfall, eine Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes im Zeichen von Verfassungstraditionen, die seit 1918 bestünden, dass das also nicht mehr gesagt hat, sondern stattdessen gesagt hat, der Bundestag hat ja in allen wichtigen Fragen entscheidende Mitwirkungsrechte, auch in der Europapolitik, in der Finanzpolitik sowieso. Also das war vor 20 Jahren. Ja? Seit 20 Jahren ist diese, wie soll man sagen, Verallgemeinerung, dass der Bundestag auf jeden Fall immer ein Mitspracherecht hat, weswegen wir keine besondere Ausnahme geltend machen, sondern wir klagen den Regelfall ein. So, dann ist auch das G und erklärt worden. Ich bedanke mich bei Rüdiger Lukassen, bei Dr. Voskau und nicht zuletzt natürlich bei unserer Rechtsabteilung, die auch fast in voller Mannstärke hier im Saal befindlich ist. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, die Klageschrift kann man mitnehmen, auch die Details, die liegen da vorne. Und wenn Sie die Übersicht nochmal wollen über unsere Klagen, die beim Bundesverfassungsgericht so vor sich hin köcheln, auch das liegt da. So, vielen Dank nochmal. Ich wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne letzte Sitzungswoche. Vielen Dank.